irgendwas in diesen Zylinder und wenn ich was reinfülle, machen wir hier so, für eine gewisse Menge, das füllt hier viel und wenn ich das gleiche reingebe, dann wird es von der Höhe her weniger. Das heißt, das ist die korrekte Skala. Also das haben die meisten richtig und hier haben wir das mathematische Modell eines Kegels. Und jetzt schmeißen wir uns in die B. So, der Messbecher ist zu 10 cm gefüllt und wir brauchen die Volumenformel. Das ist leichter, als man denkt. Also wenn ich jetzt irgend so einen Quader habe, habe ich ja Länge mal Breite mal Höhe. Also ich habe hier Länge mal Breite ist ja die Grundfläche, beim Quader habe ich Volumen ist Grundfläche mal Höhe. Und das gilt auch für den Zylinder, und das gilt auch für was Schräges und Holzscheite und so weiter und so weiter. Grundfläche mal Höhe gilt für ganz viele Sachen. Und jetzt habe da die Pyramide irgendwann mal gehabt. Und bei der Pyramide gilt, Volumen ist ein Drittel Grundfläche mal Höhe. Und das gilt auch für den Kegel. Also ein Drittel Grundfläche mal Höhe. Ja. Also das Ministerium ist wohl der Meinung, diese Formel sollte man auswendig können und auch im Abitur gibt es einen Teil ohne Formelsammlung, also braucht man. Die Grundfläche, ja, ein Kreis. Ne? Fläche vom Kreis, a ist r Quadrat Pi. Warum? R ist immer drin, Pi ist immer drin und wenn ich Quadratmeter möchte, ja, Quadratmeter muss ich das Pi quadrieren. Und jetzt kann ich das dann hinschreiben. So, also Volumen ist ein Drittel r Quadrat Pi und ich darf. Höhe habe ich vergessen. So. Also ein Drittel der Radius war 4 cm. Ja, mal 4 mal Pi. Hier darf ich das mit 3 nähern. Mal 10, dann kürzt sich da das Drittel mit dem 3 weg. Und ich hab das Quadrat vergessen. So. Quadrat. Und dann habe ich 16 mal 10 und dann habe ich 160. So. Ist gleich 160. Jetzt mache ich es noch sauber. Und zwar Zentimeter Kubik. Ja? Und dann hier nehme ich Zentimeter Quadrat, Zentimeter. Das ist jetzt nicht ganz sauber. Trotzdem das nächste. So. Wie baue ich einen solchen Kegel? Ja, also wenn ich hier die Seiten zusammen, also diese Seite und diese Seite zusammenklebe, dann habe ich ja schon einen Kegel. So, aber was noch fehlt, ist der Boden. Das heißt, ich brauche hier einen Boden. Das ist ein Kreis und der Kreis hat den Radius groß R. Ja, das ist da oben auch gezeichnet. Hier groß R war der Kreis des Grundbogens. Gut. Und wenn ich das jetzt klebe. So, meine Farbe. Diese Bogenlänge muss genauso lang sein wie das da. Klebelaschen sind, die kommen nachher dazu, die brauche ich in der Mathematik nicht. Und deswegen ist die Bogenlänge einmal um den Kreis und das ist der Umfang des Kreises. U gleich 2pi und eben dieser Radius. Beim Umfang habe ich keine Quadratmeter, sondern einfach Meter und deswegen nicht r Quadrat, sondern r. Und Pi ist immer dabei und den Zweier kann man sich vielleicht merken. Der Umfang ist 2πr. Das war die Aufgabe und die nächste. Ja. Eine Gleichung, die den Zusammenhang von m und r und h beschreibt. Ja, und das schaut erstmal gefährlich aus. Das Wichtigste ist Skizze. Skizze selber machen oder Skizze, die haben da oben eine Skizze. Da ist es ja schon. Und M war das hier. Ja, also diese Mantellinie. Das, ja, also hier, das da war M und wenn man zusammenklebt, das ist da hier M. Und wenn man die Skizze sieht, dann sieht man, denke ich, diesen rechten Winkel und dann denkt man an den Pythagoras. Ja? H Quadrat plus R Quadrat gleich M Quadrat. Ja, Rechtwinkel ist Dreieck, so.